Meine Gedanken sind ständig bei dem geliebten und misshandelten Syrien. Die Gewalt im syrischen Ostghuta geht weiter, und das, obwohl die UNO eine Waffenruhe gefordert hat. Mehr als 500 Menschen, darunter über 100 Kinder, wurden in dem Gebiet Ostghuta allein in der letzten Woche getötet. Das ist unmenschlich. Man kann das Böse nicht mit Bösem bekämpfen. Deshalb bitte ich tiefsten Herzens darum, die Gewalt zu stoppen und die Zufuhr von humanitärer Hilfe, Essen und Medizin zu ermöglichen, sowie die Kranken und Verletzten zu evakuieren. Hunderte Menschen nahmen an dem Angelusgebet teil.